Das Bedürfnis für komplexe internationale Konfliktsituationen einfache Lösungen zu finden, scheint in der deutschen Außenpolitik tief verankert. Vor 15 Jahren wurde die Beteiligung der Bundeswehr im Afghanistan-Krieg erstmalig beschlossen. Wenn wir heute auf Afghanistan schauen, sehen wir als Folge eine katastrophale politische und ökonomische Situation. Die Anzahl der Todesopfer seit Beginn des sogenannten Kriegs gegen den Terror beträgt laut der Bodycount-Studie der IPPNW ca. 1,3 Millionen Tote. Von Frieden sind jene Länder, in welche mit der offiziellen Legitimation der Terrorismusbekämpfung interveniert wurde, leider weit entfernt. Diese bestürzenden Resultate militärischer Einsätze im Nahen und Mittleren Osten haben die Entscheidung der Abgeordneten leider nicht beeinflusst, als letztes Jahr über ein Bundeswehrmandat für den Einsatz gegen den sogenannten Islamischen Staat in Syrien abgestimmt wurde. Als Frankreich nach den Anschlägen in Paris erneut den Krieg gegen den Terror ausrief, schien es, als habe in der deutschen Politik kaum jemand aus den desaströsen Entwicklungen in Afghanistan, im Irak oder in Libyen gelernt. Heute wird im Bundestag erneut darüber entschieden, welche Rolle Deutschland im Syrienkrieg einnehmen wird. In einem Krieg, in dem es wie in jedem militarisierten Konflikt keine Sieger, sondern nur Verlierer gibt. Die Verlierer, das sind in erster Linie die über 400.000 Toten, die Verletzten, die Traumatisierten und nicht zuletzt die verwaisten und verwitweten Angehörigen der Opfer. Dabei sind es vor allem Frauen und Kinder, die zurückbleiben und oftmals keine Möglichkeiten haben, die Orte kriegerischer Eskalation zu verlassen. Im Rahmen der Kampagne Macht Frieden fordern wir heute die Parlamentarierinnen und Parlamentarier dazu auf, das Bundeswehrmandat für den Einsatz in Syrien nicht zu verlängern. Als IPPNW und in unserem Selbstverständnis als Ärztinnen und Ärzte argumentieren wir aus der Logik gewaltfreier Konfliktbearbeitung und lehnen jegliche Form militärischer Aktionen ab. Wir verurteilen die Zerstörung ziviler Infrastruktur, die Angriffe auf Krankenhäuser, auf medizinisches Personal durch alle Kriegsparteien, genauso wie die Verwendung von Phosphorbomben, Streumunition sowie radioaktivem Uran und fordern deren Aufklärung. Ebenfalls weisen wir nachdrücklich darauf hin, dass sämtliche Waffenlieferungen in die Region unterbunden werden müssen, um Ansätze politischer Stabilisierung nicht von vornherein zum Scheitern zu bringen. Dennoch bedarf es für Frieden mehr als nur das Unterlassen kriegerischer Handlungen. Frieden beginnt dort, wo die Zivilgesellschaft gestärkt und die Demokratie im Alltag gelebt wird. Daher fordern wir die Unterstützung ziviler Konfliktlösungen in der syrischen Gesellschaft, die Unterstützung von Organisationen wie dem Syrian Women's Forum for Peace oder der Nonviolent Peace Force, um zugleich demokratische Strukturen für ein zukünftiges Syrien zu stärken. Um dies zu ermöglichen, sollte der Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten erste Priorität haben, genauso wie die Schaffung bzw. Realisierung gewaltfreier Räume. Dies lässt sich im Gegensatz zu scheinbar schnellen militärischen Lösungen nicht über Nacht realisieren. Es bedarf diplomatischer Bemühungen auf allen Ebenen und der Bereitschaft zu langfristigen humanitären Investitionen. Daher fordern wir Sie als Abgeordnete heute dazu auf, gegen einen perspektivlosen Militäreinsatz zu stimmen und sich stattdessen für Strategien nachhaltiger Friedensarbeit einzusetzen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank, Eva. Und wir haben jetzt noch einen dritten Redebeitrag. Danach gibt es noch mal zwei schöne Lieder zum Herzerwärmen von